Die Claymore. Claymore? Hast du wirklich die Claymore mit eingeschaltet? Das kommt nicht in Frage. Von denen lässt man sich nicht helfen. Wir haben nun mal keine Wahl. Das kostet uns zwar ein Vermögen, aber sonst wird noch die ganze Stadt umgebracht. Aber trotzdem, sie sind... Das weiß ich auch. Sie sind unsere letzte Rettung. Nur sie können einen als Mensch getarnten Yoma erkennen. Nachher kommt sie auf die Idee, uns anzugreifen. Immerhin ist sie ja auch halb Yoma. Warum musste unser Bürgermeister ausgerechnet die rufen? Ihm blieb keine Wahl. Nur ein Yoma ist in der Lage, einen anderen Yoma zu besiegen. Dem Yoma ist es völlig egal, wen er sich zur Tarnung schnappt. Ob jung oder alt, Mann oder Frau. Der Körper, dessen er sich bedient, ist nur dafür da, damit er sich verstecken kann. Ihm reicht sogar ein Leichnam. Ich möchte euch ins Dorf begleiten, wenn ihr mir bitte folgen würdet. Du musst dich sofort beruhigen. Wenn eine Anfängerin zu viel Yoma-Kraft freisetzt, dann kann sie sich nicht mehr zurückverwandeln. Bei uns Halblingen gelten folgende Richtwerte. Bei einer 10%igen Freisetzung ändert sich unsere Augenfarbe. Unser Gesicht bei 30%. Und unsere Körperstruktur bei 50%. Und bei einer Freisetzung von über 80% ist die Rückverwandlung für uns unmöglich. Und ich bin mir sicher, dass du schon weit über 70% erreicht hast. Na, sei still! Was? Was machst du da? Das kann doch nicht wahr sein! Raki, vergib mir. Ich kann mich nicht mehr zurückverwandeln. Claire! Wenn wir im Kampf unsere Yoma-Kräfte einsetzen, werden wir selbst immer mehr zu einem Yoma. Und das geschieht nicht schleichend. Es ist eher so, dass man ganz plötzlich die Beherrschung verliert und diese fürchterliche Grenze erreicht. Was haben Sie da gerade gesagt? Priscilla war eine Claymore? Ja. Alle Claymore, die im Kampf ihre Grenzen überschreiten, werden zu erwarten. Komm zurück! Du kannst es schaffen! Was sagst du da? Wenn wir erst einmal über unsere Grenzen hinaus sind, dann ist es doch unmöglich, wieder zurückzukommen. Hab keine Angst, ich weiß, du kannst es schaffen. Es gibt eine Chance, wieder normal zu werden, nachdem man die Grenze überschritten hat, glaub mir! Ich muss das tun. Ich muss um jeden Preis weiterkämpfen. Um jeden Preis. Warum? Für das, was ich an jenem Tag verloren habe. Ich werde kämpfen und leben, wenn ich mir den Kopf der erwachten Priscilla holen muss und dann... Weißt du, ich muss sie alle töten. Die widerwillige Verräterin und die ganzen Yoma. Versuche es nur. Du bist die Schuldige. Ich werde dir niemals verzeihen. Deinetwegen ist das alles geschehen.